Das lief gut. Was machen wir jetzt? Weiter erkunden? Zu diesem Gebiet gibt es keine Ziele mehr. Was jetzt, Joker? Gehen wir zurück zum Eingang. Okay, gehen wir. Gehen wir raus. Oh, yeah. Jose sagt, die Blumen verschwinden, sobald du Momentus verlässt. Du hast bisher 46 Blumen gefunden. Willst du wirklich gehen? Noch nicht gehen. Na gut, also dann sehen wir uns noch etwas um. Ich habe keine Ahnung, wo Jose ist. Momentusübersicht. Hier in Gebiet 1 war Jose irgendwo. Okay. Ich kann mich auch nicht einfach hin teleportieren. Vielleicht, wenn wir im Auto sind? Momentus baut sich immer wieder anders auf, deswegen. Na, ist das alles doof. Guter Fall. Die habe ich diesmal, deswegen brauche ich die nicht. Überreden, dass sie mitkommen. Ich mach das mal. Was? Okay, das ist einfach random. Was ist eigentlich deine Schwäche außer Feuer? Was der Feuerschaden bei allen Gegnern Chance auf Verbrennen zu verursachen. Ja. Machen wir mal Ragi. Mach Agi auf den Schwachen. Mächtiger Angriff. Machen wir den zu Klump. Rohrklinde. Nimm das mal mit. Natur. Rußige Frauenrüstung. Das müssen wir mal alles waschen, wenn wir mal Zeit haben. Das sind mehr Blumen. Ich hätte mir also gern Wind, was aber alle trifft. Magaru oder wie das heißt denn dort? Keine Ahnung. Hold up, ich hab die. Also ich hab den Schleim, deswegen brauche ich euch nicht. Deswegen kann ich euch zu Klump hauen. Ihr solltet nochmal die Lautstärke ein bisschen ändern. Okay, wieso kommt da noch einer? Nein. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Schwach. Dann ein Herr auf sie. Oh, ist sie kaputt? Denk mal, den Jack-O-Lantern, den hätten wir auch so besiegt bekommen. Verschluss, Pflanzenbalsam und Schmelzstein. Okay. Was ist denn hier los? Aus der Natur. Musige Stiefel. Den Raum habe ich noch nie gesehen. Fahren wir hier weiter. Wir suchen ja immer noch Jose. Ich weiß nicht mehr, ob er anders ausgesprochen wird. Ah, kacke, ich muss den Gegner auch auswählen, den ich kaputt machen will. Ah, ja.
work, team. Ranzige Soße. Okay. Lecker. That was so easy, I'm yawning. Geh mal in den... Der andere Weg ist, glaube ich, schon mal eine Sackgasse. Ja, sieht schneller aus. Ich tue die Karte aber trotzdem mal aufmachen. Hier ist auch nur eine Sackgasse. Okay, Kamera. Danke. Und wir den zu Klump. Der T auf an. Und du kannst Agi einsetzen. Jetzt sparen wir ein bisschen Maragi. Also beziehungsweise SP. 2, um genau zu sein. Und vielleicht können wir die Fee überreden, mitzukommen. Für deine Kraft, warte, wie bist du wirklich drauf? Können wir reden? Na gut. Hurra! Du hast so einen Duft an dir. Oh, verstehe. Diese Maske erkennt man, ist nicht leicht, aber du bist recht ansehnlich, oder? Wo wusstest du das überhaupt nicht? Ich sehe doch ganz passabel. Wo wusstest du das? Warum trägst du denn eine Maske? Ich glaube, du kannst dich selbst nicht gut verkaufen. Warum bist du überhaupt so sehr an mir interessiert? Ich gehe nur heute mit dir aus und auch nur völlig unverbindlich. Ohne Bedingungen. Ich habe genug um die Ohren, wenn du willst. Oh nein, das sollte ich sagen. Du erinnerst mich ein bisschen an mich selbst. Warte, ich habe mich gerade an was erinnert. Ich bin einfach kein Schatten, der hierher gehört. Ich war eins im Meer der Menschenseelen. Ich bin Pixie. Schließlich bin ich immer noch du. Wir sollten miteinander klarkommen. Ja, Pixie. Persona gefangen. Pixie-Maske halten. Ich weiß nicht, wie viele Personen das ich tragen kann. Ich fange einfach so viele, wie ich... bis nicht mehr geht. Okay. Was haben wir hier? Ein Stempel. Okay, weiter im Text. Was haben wir jetzt? Die Viecher. Stranger Danger. Hau mal drauf. Wenn du meinst. Okay, dann hau mal auf den drauf. Das sind alles Kodamas, ne? Ich kann auch Gegenstände looten, aber ich kriege auch Gegenstände, wenn ich die töte, also. Und ich kriege, glaube ich, mehr Erfahrung, wenn ich sie töte. Ich kann auch natürlich scheiße sein, was ich da gerade laber. We can descend from here. Den Stempel haben wir schon, okay, gut. Ich glaube, ich habe Ketten gehört. Sollten hier nicht mehr sein. Ich finde aber den Dude nicht. Jose. Wir müssen aber die Blumen abgeben. Da ist nix. Ich will den Reaper nicht treffen. Okay. Schwäche Feuer. Feuer Elektrizität und der will Windschwäche. Okay, dann hau ich auf dich was drauf. Mach den mal weg. Werden die denn nochmal geheilt, wenn wir einen Dungeon verlassen, oder wie war das in dem Spiel? Hier du.
Bitte töte sie nicht, das wäre sehr nett, weil ich sie haben will. Scheiß die Wand an. Ich weiß nicht mal, ob man überhaupt mit Schatten reden kann, wenn man sie nicht bewusstlos geschlagen hat. Dass man einfach so mit Schatten reden kann. Hau drauf. Ah, ich bin so gut wieder ins Spiel reingekommen. Ich mach glaube ich mal Ragi. Oder ist Ragi besser? Das macht ja denselben Schaden. Und Ragi ist billiger, also zwei Ragis sind billiger als einmal Ragi. Ich hab die Viecher schon. Aber dass ich nach 3 Jahren wieder ein Spiel einfach reinfinde, ist ziemlich cool. Also vom Gameplay auf jeden Fall. Also von den Kämpfen und so. Es wäre sehr nett, wenn ich Jose einfach finde und mich wieder verpinkeln kann. Ja, wo? Okay, hau drauf. Wir gehen so langsam die SP aus, deswegen habe ich ja eben gefragt, ob man sich da irgendwie ein bisschen heilen kann, wenn man aus einem Dungeon ist. Oder dass man wieder komplett geheilt ist, das wäre sehr nett, wenn das so wäre. Machen wir sie weg. Weil, soweit ich mich erinnere, das war in SMT5 auch so. Und soweit ich mich erinnere, kann man keine Personas haben, die also fangen, die man schon hat. Oh, das war nicht gut. Das war ein roter. Weil das nur ein Beres. Das ist seine Schwäche. Schwäche ist alles. Haben wir nicht. Er macht Traumnadel. Er blockt die Scheiße einfach. Nach Glückschlag. Ehrlich? Macht Domina nur Schaden oder macht das auch Schaden? Okay, gut. Technisch. Macht Tio. Aber. Das war jetzt nicht viel. Resistent. Daru. Ich mach mächtige Angriff, weil wir so einen Schuh haben. Soweit ich weiß. Ich glaube, normale Waffen machen keinen Schaden gegen den. Hier ist es ein bisschen Ascendance Level Up. Genauso wie Joker. Okay. We cleaned up. Let's keep going. Jose werden wir nicht mehr finden. I see the platform. Should we? Ob wir hier Jose finden? Oh, da ist er ja. Oh, hallo. Bring die Blumen zu mir, falls ihr welche findet. Ich gehe schon mal vor. Okay, man muss einfach tiefer reingehen. Ich will hier nicht zu viel Zeit verschwenden in der ganzen Geschichte.
Mementos. I. Inkubus. Persona! Go down! Auf die Fee. Oder Pixie. Okay. Was habe ich gemacht? Er will Hilfe. Something else. Persona. Not that. Hat seine Persona gewechselt? Ich glaube, ich habe meine Persona irgendwie gewechselt. Wie kann man seine Persona wechseln? Ich will Ascender halten. Ich will aber Übergabe machen. Hat einer... Ja, du. Wir nehmen Agi nicht. Nochmal... Agi. Mächtiger Angriff, keine Ahnung. Ob das. Ich weiß halt nicht, ob mächtiger Angriff besser ist als mit denen reden. Weil man kriegt ja sonst auch Items und Geld und Erfahrungspunkte und alles. Da ist er. Hallo. Den wollte ich nicht angreifen. Angeputzt. Angeputzt. Level up für Ryuji und Ahn. Und für Captain Kid. Auf zu ihm hier. Oh, Mister. Hey, Mister. Gut gemacht, wie läuft es so mit der Erkundung? 3 Marken haben wir mittlerweile. Mehr Geld belohnt, mehr Gegenstand belohnt. Ich hätte gerne mehr Erfahrungspunkte, deswegen sparen wir mal. Gegenstände, ich habe 100 Schnupftabak der Seele, 50 SP. Nur an sicheren Orten verwendbar stellt 20% der SP aller Verbündeten wieder her. Ich glaube, ich nehme den Seelentropfen. Nee, ich nehme auf jeden Fall das hier. Und dann habe ich. Ja, dann kann ich nur das hier noch nehmen. Aber wir sehen uns bald wieder. Zu einem höheren Bereich gehen. Nosum. Wie komme ich zum Anfang? Ich weiß, das ging. Oder muss ich sein? Ich verschwende gerade Uhrzeit. Also, man kann sich nicht überall hin teleportieren, oder wie sieht's aus? Man kann sich wahrscheinlich nicht überall hin teleportieren. Die Blumen brauche ich gerade nicht. Versuchen wir auch mal gerade Kämpfe zu umgehen. Wenn es geht. Weil ich will raus hier. Wie ist das denn hier aufgebaut, verdammte Hacke?
Hier geht's wieder hoch. Hier ist kein Stempel. Und jetzt kann ich mich, glaube ich, raus teleportieren oder auch nicht. Was machst du denn hier? Ach, der ist immer random in den Gebieten. Und so eine Cutscene sagt mir dann, ach, Alter. Ich bin so doof. Der geht halt automatisch, wenn man das anklickt. Dann geht der automatisch in einen höheren oder tieferen Bereich. Den habe ich schon. Wie komme ich denn hier raus, verdammte Scheiße? Das ist eine Liebeshilfe. Automatisch Wiederherstellung, Nebelwand, Goro. Ja, da müsste ich ein Goro M benutzen, aber das will ich nicht. Bin ich in Ruhe. Ich habe nicht so viele Goro-Ams, um ehrlich zu sein, habe ich nur ein einziges. Deswegen will ich auch Elementos Übersicht. Von hier aus kann ich mich weg teleportieren, gut. Oh yeah. Nee. Das scheiß mir jetzt drauf. Ich kehre jetzt aus Momentos in die echte Welt zurück. Vielen Dank für eure harte Arbeit. Ressourcen, ja. Abend muss ich arbeiten gehen, weil ich. You're back. Ja, ich gehe aber arbeiten. Ich sollte gar nicht müde, lass uns bleiben. Ja, ich muss aber lernen, weil. Es wird Zeit. Wenn du erstmal raus in die Welt gehst, hast du keine Zeit mehr zum Lernen. Also mach das jetzt. Was machst du heute? Lernen? Lernen wir. Okay, ich gehe nach Hause. Wow. Solche schweren Aufgaben kannst du lösen? Du bist der helle Wahnsinn. Muss ich was machen? Du hast gute Fortschritte. Deine Augen funkeln schon ganz klug hinter deiner Brille. Wissen erweitert. Du wirst müde, wenn du keine Pause einlegst. Du sollst für heute Schluss machen und schlafen. Nein, ich wollte doch speichern. It looks like you're attending school seriously. Wer bist du nochmal? You also seem pretty close with Takamaki-san if you're both coming to school together. Ich muss mal kurz pausieren. Sorry, musste kurz weg. Und ich dachte, ich nehme schon lange auf. Aber ich habe gerade auf die Uhr geguckt, beziehungsweise auf die Aufnahmezeit. Was ist denn jetzt wieder los? Ja, das ist wirklich der Controller. Mit dem stimmt irgendwas nicht. Das ist das Gerät. Ich dachte erst, die Internetverbindung wäre das, aber das ist der Controller. Ich habe auf die Aufnahmezeit geguckt. Ich dachte, ich nehme 2-3 Stunden auf. Es sind 1,5. Nicht so viel weniger als 2 Stunden, aber trotzdem weniger, als ich gedacht hätte. You just transferred here, though. I guess you two really click. Wir sind in der gleichen Klasse. I see. You seemed a lot closer than that yesterday morning. Wieso? I heard she was a victim of Mr. Kamoshida. But was that all there was to it? Either way, closer inspection should clear everything up. Goodbye. So Helle, wer bist du? Kennen wir uns? Hab ich dich schon mal gesehen? Morgen. Ahem. Morgen fangen die Prüfungen an. Seid ihr alle bereit? Well, shall we begin? Also wir machen weiter, wo wir aufgehört haben.
Mit dem Ende der Heian-Zeit beginnt der Aufstieg der Samurai, worauf ihr alle gewartet habt. Wie in der Erzählung von den Heike beschrieben, kam es damals zum Fall von allem Großen. Es war nicht ungewöhnlich, dass die Helden von gestern heute als Rebellen getötet wurden. Dem Verlierer oder dem Schwachen sympathisieren heißt übrigens Patronat des Magistrats. Der Begriff stammt von Minamoto no Yoshitsunes Position. Und irgendwann wurde er auch selbst so bezeichnet. Alles klar, Peter-kun, das bin ich. Do you know the answer? Ihr wisst doch, in welcher Epoche Yoshitsune aktiv war, oder nicht? Die Heian-Zeit war es. Nee, nach der Heian-Zeit. Die Heian-Zeit? Correct. Genau, er hat es ja gesagt eigentlich. Er unterstützte seinen Bruder Yorimoto während der Heian-Zeit. Aber trotz seines Kampfes gegen die Taira wurde er von seinem Bruder vertrieben und letztlich hingerichtet. Ach du Scheiße. In folgenden Jahrhunderten wurde Yoshitsune jedoch als tragischer Held viel beliebter. Wow, wirklich? Peter-kun war richtig klug. Wirkt richtig klug, oder? Oh, du musst wirklich klug sein, wenn du so eine Frage beantworten kannst. Das hat er doch gesagt, oder? Oder will ich mir hier gerade Sachen einen Wert erhöhen? Wissen. Der Mensch neigt dazu nicht, den Übermächtigen zu unterstützen, sondern den Underdog. Beispielsweise beim Baseball keinen Meisterschaftsfavoriten anzufeuern, sondern den Drittklassigen. Ein drittklassiges Team. Das verstehe ich. Wenn ich ihn nicht anfeuere, wer dann? Morgana, was laberst du? Nach der Schule. Wenn du dich sicher fühlst, was die Prüfung angeht, kannst du dir die Zeit im Mementos vertreiben. Bevor wir gehen, sollten wir aber ein paar Infos zu einem Ziel besorgen. Warte, ich habe eine Instant-Message. Hast du heute was vor? Ich bin noch im Gang, also sag Bescheid, wenn irgendwas ansteht. Ryuji ist noch nicht nach Hause gegangen. Willst du dich für eine Weile mit ihm treffen? Später entscheiden. Eigentlich wollte ich nach Dingens gehen. Ich habe seinen Namen vergessen. Versuchen wir erstmal, ob das überhaupt geht. RP-Karte. Schienenkarte. Wir gehen nach Shibuya. Untergrund-Einkaufszentrum, okay. Das Gyoden-Restaurant, ne, da arbeite ich hier, ne? Das machen wir später. The Velvet Room. Wo ist das Restaurant, wo Mishima hieß er, glaube ich? Wo wir uns da treffen. War das vielleicht hier? Hier war das nicht. Diese Schatz ist in der Nähe einer berühmten Rahmenbar. Ich sollte da mal mit jemandem hingehen. Das ist nur die Schule, ne? Versteckt Dach, Klassenzimmer, Bibliothek, Innenhof. Ich habe vergessen. Untergrundeinkaufszentrum. Mit wem kann ich denn da? Ach, mit an. Nimm das, Stalker. Hey, ich hab's hier vorhin gesehen. Jedenfalls bin ich gerade in Shibuya. Es wäre toll, wenn wir deine Zukunft reden können. Ich warte den Dinner in Shibuya. Komm jederzeit vorbei. Im Dinner in Shibuya. Okay. Guck mal, wo das Dinner ist. Der Burgerladen vielleicht? Das ist noch nicht das Dinner. Schnelle Reise ist jetzt für Big Bang Burger in Shibuya verfügbar. Komm bei Big Bang Burger rund um die Uhr geöffnet, denn im Weltraum gibt es Tag und Nacht ja nicht.
Wow. Im Moment bieten wir gerade die Big Bang Herausforderung an. Wenn du unseren extra großen Bock innerhalb des Zeitlimits schaffst, hast du gewonnen. Wir haben einen höchsten Preis für alle, die es schaffen. Big Bang Herausforderung. Bei der Big Bang Herausforderung vergeht Zeit, aber sie verbessert auch deinen Mut. Es kostet Geld, die Herausforderung anzunehmen. Die Herausforderung ist geschafft, wenn es gelingt, den ganzen Big Bang Burger zu essen. Aber wenn es dir gelingt, brauchst du Wissen, Können und Mut. Wenn du es schaffst, erhältst du einen Preis mit beliebiger Wert, außer Mut wird... Wenn du es schaffst, erhältst du einen Preis und ein beliebiger Wert, außer Mut wird erhöht. Ja, außer Mut wird erhöht, okay. Egal, ob du gewinnst oder nicht, dein Wert Mut wird immer erhöht. Warum nimmst du die Herausforderung nicht an? Das Universum wartet. Big Bang Herausforderung kostet unsere Vorschussreise nachts nur noch bescheidene 500 Yen. Eine Herausforderung? Ja, wie wäre es mit einem Versuch? Wir haben ein neues Frühjahrsangebot, den Erdenburger, solange der Vorrat reicht. Das kann ich für dich tun, gehen. Bald hoffentlich. Ich hoffe, das hat jetzt keine Zeit gekostet. Wo ist das fucking Dinner?